So, neuer Tag, neues Glück. Da schauen wir mal, was wir da reinkriegen. Wie wir das ausgestalten. Die Musik ist vorbei. Zu Ende. So. Rein in die gute Stube. Ach ja, da müssen wir den Boden noch ein bisschen ausbessern. Boah, die ist ja wirklich breit gewohnt. Breit nicht, sondern lang. Lang ist sie gewohnt. Küche. Sehen lassen. Zack. Bruch, 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 Bruch. Die Geräusche in Minecraft sind schon ein bisschen übertrieben. Nur ein bisschen. Ich erinnere mich an die Seerosenblätter, wo wir lang gefahren sind. Durchs Wasser. Brach, brach. Das war noch lauter als hier. Ja, minimal, wie gesagt. Zack. So, hier mal noch Stein hinein. Es reimt sich deshalb, muss stimmen. So. Achso, ja, da wollte ich noch die Sache, da ist noch ein bisschen Erde. Die Tür passt eh nicht. So, Stein. Und die Tür. So. So passt's. So, hinein. Dann hier mal ein paar Fackeln aus. Drinnen so. Müssen wir mal gucken, wie viele hier reinpassen. Das macht nämlich auch einen kleinen Sinn. Auch die Anzahl der Kerzen bzw. der Fackeln macht in einer Küche Sinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Man muss es vielleicht auch. Da hängst du vielleicht mal ein bisschen höher. Kerzen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oder wo habe ich gezählt? 1, 2, 3, 4, 6 müssen es auf jeder Seite sein. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 6. So, super. 12 Kerzen hier. Ihr könnt es euch vorstellen. Muss ich das jetzt sagen, warum es 12 Kerzen sind? Ein bisschen Logik ist dabei. Für die Leute, die sich gar nicht mit dem Thema auskennen, die wollen es ja nicht wissen. Ich glaube, den liefer schon nicht mal ein bisschen mal ausnahmsweise mit ein bisschen Geschwafel. Die sich ein wenig damit auskennen, die wissen auch, was die Zahl 12 bedeutet. Ja, Zahl 12. Du kriegst nicht einen Glauben. So. Ja. Da kommen dann hier noch Bänke drin. Kann man Holz so ein bisschen bauen.
So, da die Sache wird hier noch ein bisschen mit Stein ausbauen. Da kommt noch Stein hin. Zack, zack, zack. Damit es auch einheitlich aussieht. So, ist die Decke ein klein wenig niedriger, aber ja, es macht hier nicht sonderlich viel aus. Es tut nicht weh bei der Höhe, wenn es dann um einen Block niedriger wird. Zack, zack. So. Zack, die zack, zack, die Booster haben wir das dann hier auch angeschlossen. Dann können wir mal mit der Raumverschönerung anfangen. Fangen wir doch hier an. Was haben wir da? Ach so, eine Truhe müsste ich mal, ja, die stelle ich doch mal glatt hier hinein. Warum nicht? Eine Truhe. Einfach mal hier an diese Stelle. Da könnte in Zukunft dann auch eine Truhe drin stehen. Hätte ich gar nicht für so verkehrt. Zack, 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 ausgeleuchtet. Das ist ja jetzt. Da können wir. Das war das, was wir, ja, so wegwerfen können. So. Schauen wir mal, was weiß es. Sandsteinstufe. Quarzstufe, ja, Quarz ist, glaube ich, das Schönste. Hebel brauchen wir auch nicht mehr. So, zack. Ja. Ein bisschen breit, aber prinzipiell ja. So, und dann gehört da natürlich. Ja, sorry, ich stehe gerade hier auf dem Altärchen. Dann muss ich natürlich schauen, wie wir das denn am dümmsten machen. Müssen wir vielleicht ein bisschen rumbasteln. Ist gar nicht mehr so viel Platz hier. Dann gehört natürlich ein Kreuzchen. Wie machen wir das am besten? Mit Holz natürlich. Welcher Block ist dafür am besten gedacht? Gut, dass man von der Höhe aus nicht auf den Altar springen kann. Ja. Das ist ganz praktisch. Ja, so hier bin ich mal endlich reingekommen. So, Eichenholz. Dann mal versuchen mit. Nein, nicht suchen. Ich dachte eher an was anderes. So, hier dachte ich mir das. Sieht das gut aus? Oder eher nicht? Könnte es ja mal versuchen. Aus Echtholz. Das wächst dann wahrscheinlich. Na, Mann. Naja, ist ja grundlegend nicht falsch, aber Birkenbretter, dann nehme ich mal die Birkenbretter hier dazu. Zack, zack. Ja. Grundsätzlich gar nicht so falsch. Ja. Ja. Von der Weite müsste man es nochmal betrachten.
wie es denn da aussieht. Ja, ein bisschen breit, ein bisschen fett, aber man erkennt es. Ja, einfach können wir es ja nicht machen, weil es sollte ja irgendwie in der Mitte hängen. Es sei denn, wir kriegen es mit den Dingern hier hin. Seien wir stellen hier sowas auf an der Seite. Nee, das passt nicht wirklich. Können wir da irgendwas basteln im Modus? Gibt es da irgendwas Ähnliches? Ich will jetzt keinen Kürbis an der Wand aufhängen. Wäre auch eine Lösung, wäre auch eine kreative Sache. Also das ist, ja, ein Banner gibt es hier. Da hat man Mittelerde ein Banner dran hängen, so, ja, hier so. Das könnte zum Mittelalter hier durchaus passen. Ein Kreuz abgehängt und durch andere Sachen ersetzt worden. Ein Banner, ja. Tun wir so. Jetzt wäre da was drauf, oder? Ein braunes Banner. Kriegen wir damit vielleicht was gezaubert? Ja. Ich habe eine Idee. Ich habe gerade eine sehr gute Idee. Banner sind ja spitze. Dann kann man ja immer was machen. Da gibt es ja verschiedene Farben wahrscheinlich. Welche Farben gibt es denn hier als Banner? Falsches Gebiet. So, hier in dem Modus. Weiß gibt's. Und Gelb gibt's. Guck mal, das passt doch. Weiß und Gelb. Die Farben dürften auch mal bekannt sein. Zack, auf jeden Fall. Könnte doch hier was passen, Gemälde. Zack. Habe ich doch was gesehen, was hier passen würde. Nein. Auch hübsch. Hübsche Bilder. Aber nicht über die Kirche. Ein Kuhkönig, ein Villagerkönig, ja, hier im Mittelaltermodus. Ich dachte, da gibt es eine Uhr, als da bricht die Musik auf einmal ab und beginnt von vorne. Ja, immer das Tape umgedreht. Nee. Das können wir uns aber hier in die Kaserne hängen. Nicht in die Kaserne. Taverne. Ist ein bisschen was anderes. Da passt es doch hin.
auf einmal. So hier, zack. Ein Bücherregal, oh, ein Thronsaal. Hier passt dann auch nicht, das ist hier auf einmal was anderes. Das passt für ein, können wir das bitte für einen Kerker haben? Unten fürs Loch. Ja, ich gucke hier gerade links und rechts. Nee. Oh, das sah gut aus. Das könnte man glätten lassen. Hier noch was hin? Oder nicht? Gut, dann nicht. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ein paar Gemälde hier aufhängen. Mal sehen, ob sie was in meinem Haus hängen können. So, hier. Ah. Ja. Das würde doch in die Kirche passen. Ins Fenster, naja. Ins Fenster nicht. Aber hier wird auf einmal wieder das Große. Hier kannst du doch das Thronseil-Ding machen. Ein Bücherschrank, ja, das würde auch hier passen. Ach, immer an den unpassendsten Stellen. Das merk schon. So, mal schauen, ob was im Gefängnis zulässt. Da sieht es doch vielleicht cool aus. Den Kerker wenden. Nein. 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 Hier runter. Ja, Kerker ist jetzt eigentlich nicht so das Thema dieses Parts. Genau. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Natürlich, jetzt brauche ich den Bruchstein. Bruchstein. Ja, ich mache gleich bei der Kirche weiter. Ich wollte hier nur was ausprobieren. Ja, nee. Ja, genau das. Hier so ein bisschen. Das passt hier unten fürs Loch. Henkerwerkzeug. Hier oben. Ich muss eine Leiter holen. Na, schwebe ich wieder hoch. So geht's doch auch. Zack. So, ja. So muss es sein. Ja, sieht doch ganz hübsch aus. Hier so ein bisschen Loch. Loch-Feeling. Ja, so viel dazu. Ach, wir können auch gleich hier den Ausgang nehmen. Ach, verdammt. So von außen hier das wieder zu machen. Das kann man nicht von außen zu machen. So Mist. Na dann schnell mal hoch. Ich schneide das kurz mal, dann sind wir wieder bei der Kirche. So, kleine Ablenkung.
Und gleich in die ganze Mauer. Ich glaube, die Uhr war bisher glaube ich auch noch nicht dabei, die ich hier haben wollte. Es muss ein anderer Modus sein, in dem ich das probiert habe. Muss ich offscreen mal gemacht haben. Naja. Dann nehmen wir halt was anderes als Deku. Dann nehmen wir auch draußen wieder die Banner oder machen wir das nicht? Oder lassen wir es von draußen so. Dann versuchen wir uns mal in Fenstern. Uah, rein da. Achso, ich stehe noch gar nicht. Auf dem Boden. Auf dem Boden der Tatsachen. So. Da können wir hier mal ein bisschen Licht reinschaffen. Durch Fenster. Auch hinter dem passieren war. Nach ja, irgendwo muss das ja angebracht werden. Ja, dann erstmal weg damit. So, zack. Und zack. So, dann stelle ich mir das vor. Ja. Reden kann auch nicht mehr, Netzwerk. So, klar. Und Glas gab es doch hier, oder? Gab es doch hier zu holen. Ja, hier. Kann man hier ein buntes Fensterchen draus machen. Rot. Ja, violett. Guck mal, nehmen. Machen wir hier die ganze Palette voll. Hellgrün. Ein bisschen grün. Nee, Türkis nicht so. Blau vielleicht. Hellblau nehmen wir mit dazu. Eine graue Glasscheibe, weiße, ja, weiße Glasscheibe. Warum nicht? Eine braune Glasscheibe. So, schauen wir mal. Braun ist ganz gut für hier unten. Da kriegen wir hier mal ein bisschen was hin. So, weiß. Zack, zack. Das sieht noch nicht so hübsch aus, aber... Ist das hellblau oder das blau? Dunkelblau. So, zack. So. Im Dunkeln sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. So, ja. Ein bisschen glücklos, vielleicht ein bisschen zu durchsichtig. Da wird es dunkler, da geht die Sonne direkt unter. Und da sieht man die Farben vielleicht ein bisschen besser. Da noch ein bisschen lila rein. Violett. So kann es sein. Hübsch. Im Dunkeln sieht das hübsch aus. Ja. Hier noch ein paar kleine Fenster. Kirchenfenster. Zwischen den Kerzen jetzt. So eher. Welche Farbe denn?
secret chord that David played that pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? And it goes like this: four, fifth, minor fall and the major lift. The level key composing. Hallelujah. 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 Ach, die Banner wollten wir noch drüber hängen. Die Banner. Guck mal hier. Vielleicht kriegen wir das auch noch gebacken. In weiß und gelb. Nicht rosa. Ja, rosa geht auch, aber mir ist nicht so mein Favorit. So, das verdeckt da ein bisschen was, aber nein. Da ist eine lilane Banner, lilane Dings zerstört. Mist. So, lila Glas bräuchte ich dann nochmal. Ja, das dauert hier dann ein bisschen länger. Reparaturen. Die violette Glasscheibe, so, zack. Und da dann das Weiß drüber, ja. Obwohl, ist doch andersrum. Ach, ich wollte gerade sagen, vorsichtig. Der zersplitterte ist schon. Zack, ist ein gelb-weiß. So wollte ich sagen. Ja, sieht gar nicht so scheiße aus. Schon ein bisschen, aber so scheiße sieht es nicht aus. So. Fackel. Können wir hier auf den Tisch eine Fackel stellen? Offenbar nicht. Stellen wir eine davor. Hier würde ich noch zwei hinbasteln. Ja. Und jetzt ein wenig Holz. Wie sieht's aus mit Holz? Ja. Fichtenstufen bräuchten wir dann da noch für. Ich habe einen Plan. Ich weiß aber gerade nicht, wie ich den am besten umsetze. So Ficht. Ja, so kann es gehen. Machen wir hier mal ein bisschen. So rum hier. Ein bisschen sitzbänkisch. Zack, zack. Nee, da habe ich eine andere Idee. Vielleicht machen wir das gleich so hier. Auf die Art und Weise. Zack, zack. Ja. So ist es besser. Da müssen wir nämlich diese Klötze verwenden. So. So. Passt hier ein bisschen mehr rein. Ja, super.